Sehr geehrte Frau Esther Hirsch, sehr geehrte Frau Siegemund, sehr geehrter Herr Offenbach, sehr geehrter Herr Neumarker, sehr geehrte Bundestagsabgeordnete, sehr geehrter Herr Senator, liebe Damen und Herren, ich erwähne auch noch die zahlreichen Vertreter der Bezirksverordnetenversammlung von Berlin, die hier heute anwesend sind. Und in der Tat, ich finde es auch eine beachtliche Versammlung, die sich hier heute zusammengefunden hat. Und darüber freue ich mich sehr. Wir gedenken heute einem Ereignis, das am 27. Februar 1943 stattgefunden hat, die sogenannte Fabrikaktion, bei der 8000 jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen in Berlin verhaftet wurden. Und etwa 2000 dieser 8000 wurden hier in der Rosenstraße 2 bis 4 eingesperrt, kaserniert. Das waren Menschen aus sogenannten Mischehen, die eine gewisse Sonderbehandlung erfuhren und deshalb von den anderen abgesondert wurden. Das Gebäude, das hier stand, gehörte der jüdischen Gemeinde, war ein Verwaltungsgebäude und wurde eben dazu genutzt, diese Menschen hier dann einzusperren und für die Deportation vorzubereiten. Es passierte dann etwas, was zu Recht außergewöhnlich in der Erinnerung Berlins wie geblieben ist. Es war ein langer Protest, der hier im öffentlichen Raum stattfand von Angehörigen dieser Menschen, die hier eingesperrt wurden, die hier über einen Zeitraum von fast 2 Wochen protestierten und darauf drangen, dass ihre Angehörigen, ihre Partner wieder freigelassen werden sollten. Und erstaunlicherweise gelang dies auch. Das Nazi-Regime hat sich nicht getraut, diese Proteste mit Gewalt zu beenden, und am Ende kamen diese 2000 Menschen wieder frei. Das ist das Besondere an diesem Ereignis. Man muss dazu sagen, dass die anderen 6000, die im Zuge der Fabrikaktion verhaftet worden sind, dann tatsächlich nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurden und dort ermordet wurden. Der Protest hier in der Rosenstraße, der für 2000 Menschen das Leben bedeutete, war nicht mehr als ein kleiner, heller Punkt in einem grauenvollen Dunkel jener Zeit. Und wir gedenken dieser Protestaktion, weil sie ein leuchtendes Beispiel für öffentlich demonstrierte Zivilcourage war, auch wenn die systematische Ermordung aller Juden im Einflussbereich des Deutschen Reiches zu diesem Zeitpunkt längst unumkehrbar war. Wir gedenken dieser Protestaktion auch deshalb, weil sie zeigt, dass Zivilcourage selbst inmitten eines Terrorregimes Leben retten kann. Sie verweist aber auch auf den unbegreiflichen Terror, mit dem Nazi-Deutschland große Teile von Europa überzogen hat. Dieses Ereignis soll uns mahnen, aufmerksam zu verfolgen, was derzeit in der Welt, in Europa, in Deutschland und auch in Berlin passiert. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Toleranz, Mitmenschlichkeit und demokratische Werte werden in einem Maße in Frage gestellt, die wir vor 10 oder vor 5 Jahren oder erst vor kurzer Zeit nicht für möglich gehalten haben. Berlin gilt, Gott sei Dank, als eine Metropole von großer Toleranz. Ein großer Teil der Anziehungskraft, den Berlin heute auf viele Menschen in aller Welt ausübt, hat auch mit dem toleranten Klima in dieser Stadt zu tun. In dieses gute Bild passt das große und vielfältige Engagement der Zivilgesellschaft bei der Unterbringung mehrerer 10.000 Flüchtlinge in unserer Stadt in den letzten 2 Jahren. Ebenso erfreulich sind die zahlreichen Gegendemonstrationen, wenn Rechtspopulisten in Berlin zu Märschen aufrufen. Dennoch ist es einer rechtspopulistischen Partei im letzten September gelungen, mehrere Direktmandate im Abgeordnetenhaus zu gewinnen, in die BVVen der Bezirke einzuziehen und Stadträte zu stellen. Es ist unsere Aufgabe, dies sehr aufmerksam zu verfolgen, mit allen Mitteln der demokratischen Auseinandersetzung gegen den Rechtspopulismus anzugehen und gerade mit dem Verweis auf unsere eigene schwierige Geschichte immer wieder aufzuklären und die Werte von Demokratie und Menschenrecht an die nächste Generation weiter zu vermitteln.
Ich bedanke mich in diesem Sinne ganz herzlich für die Durchführung dieser Gedenkveranstaltung und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Neumärker, sehr geehrter Herr Gothe, sehr geehrter Rabbiner Sievers, sehr geehrte Kantorin Hirsch, sehr geehrter Herr Kantor Sporenblut, sehr geehrter Herr Dr. Offenberg, liebe Frau Pau, lieber Herr Lederer, sehr geehrte Vertreter der Ständigen Konferenz, der Leiter der NS-Gedenkorte im Berliner Raum und Vertreter der miteigenden Organisationen, sehr geehrte Damen und Herren. Wie bereits erwähnt und wie gesagt eigentlich nicht mehr nötig zu sagen, wir erinnern uns heute an ein Ereignis, das als Protest in der Rosenstraße in die Geschichte einging. Ab dem 27. Februar, übrigens einem Schabbat mit Absicht, begann auf Befehl des Reichssicherheitshauptamtes die dort sogenannte Großaktion Juden, gedacht als letzte große Verhaftungswelle derjenigen Juden, die noch in Deutschland waren. Fabrikaktion, dieser Name entstand nach dem Krieg. Und zwar die Verhaftungen an den Arbeitsstätten der zu Zwangsarbeit Gezwungenen in den Fabriken stattfanden. Dort, wo man der Menschen sicher habhaft werden konnte. SS und Gestapo brachten die Menschen in verschiedene sogenannte Auffanglager. Auch in das Verwaltungsgebäude der jüdischen Gemeinde in der Rosenstraße wurden die Menschen verschleppt, die Zahlen wurden genannt. Und es waren eben vor allem jene, die in Mischehen lebten oder Kinder auswiesen. Über deren Schicksal, so sagt heute die historische Forschung, war letztlich noch nicht entschieden worden. Beziehungsweise es gab unterschiedliche Bestrebungen, auch unter den NS-Entscheidungsträgern. Die historische Forschung sagt heute mehrheitlich, dass hier in der Rosenstraße geprüft werden sollte, zu welcher Gruppe die Verhafteten gehörten, ob eben in Mischehen. Das heißt, dass also jene Menschen ohnehin nicht automatisch alle und sofort deportiert worden wären. Doch, und das ist ein sehr großes Doch, dies mindert in keiner Weise das Ereignis, an das wir heute erinnern. Den Protest, den Aufstand der nichtjüdischen Familienangehörigen, vor allem Frauen, die sich hier in der Rosenstraße und auch in der großen Hamburger Straße, in der wir gerade waren, über einen Zeitraum von mehr als einer Woche hinweg versammelten und buchstäblich die Herausgabe ihrer Männer forderten. Wohl etwa 1000 Menschen waren daran beteiligt. Sie demonstrierten, sie schrien, sie gingen nicht weg, auch als Maschinengewehre auf sie gerichtet wurden mit eindeutiger Schießdrohung. Was für ein Mut im Kontext der allerunmenschlichsten Diktatur. Die wohl größte spontane Protestaktion, die es im nationalsozialistischen Deutschland gab. Wir gedenken heute, und ich will für mich sagen, mit größter Bewunderung diesen Mut. Wir gedenken jener, die in diesen Tagen vor 74 Jahren nach Auschwitz deportiert wurden, ermordet wurden. Wir gedenken jener, die in der Rosenstraße festgehalten wurden, schließlich freikamen, weiter schwerste Zwangsarbeit leisten mussten, überlebten oder nicht überlebten. Wir gedenken den nichtjüdischen Familienmitgliedern, vor allem den Ehefrauen, die weiter eigene Verfolgung gewähren zu hatten, wenn sie zu ihren Männern hielten. Dieses Gedenken heute an die Menschen und ihr Schicksal ist zum einen genau dafür da, die Erinnerung als solche wachzuhalten, um der Menschen willen. Und zum anderen aber, und es ist interessant, dass ich in meiner Ansprache jetzt doch einiges von dem wiederholt, was Sie, Herr Gothe, gesagt haben, und vielleicht eben nicht von ungefähr. Was ist das Zweite, was hier, ich denke, besonders wichtig ist? Deutschland hat nach 1945 dieses Gedenken erst lernen müssen. Mühselig, über viel Nichtwollen, Zudecken und Stolpern hinweg. Doch heute ist die deutsche Erinnerungskultur bedeutender Teil des Selbstverständnisses dieser Republik. Deutschland bekennt sich zu dem in deutschem Namen begangenen Mord- und Zivilisationsbruch. Nur so kann der Umgang mit der deutschen Vergangenheit sein. Und zwar aufgrund der Werte, die sich Deutschland heute auf seine Fahnen geschrieben hat.
Übrigens heißt dies nicht auch an andere Teile der deutschen Geschichte zu erinnern. Doch genau dieser durchaus schmerzliche Blick auf die deutsche Vergangenheit und die deutsche Erinnerungskultur sind untrennbar verwoben mit den positivsten Errungenschaften Deutschlands nach 1945, also verbunden mit einem Zurückschrecken vor jeder Form des Rassismus, des Antisemitismus, einem Zurückschrecken vor unhinterfragten autoritären Strukturen und dafür einem klaren Bekenntnis zu Pluralismus, zu einer bunten Gesellschaft und Weltoffenheit, der Fähigkeit zur Selbstkritik. Genau dies, und hier wiederhole ich auch, was Sie gesagt haben, Herr Gothe, genau dies, wer utilitaristische, sozusagen Nützlichkeitsgründe haben will, genau dies macht Deutschland heute attraktiv in den Augen vieler in der Welt. Muss man das eigentlich überhaupt sagen? Muss man sagen, wie wichtig diese Gedenkkultur ist, die sich Deutschland so mühsam erarbeitet hat, so wie es sich seine Demokratie und seine Werte so mühsam erarbeitet hat? Noch vor ein oder zwei Jahren, Sie haben gesagt vor 5 oder 10, mir war vielleicht nicht bewusst, aber ich war lange Zeit nicht in Deutschland. Ja, das vielleicht ist ein längerer Prozess. Ich meinte, noch vor 1 oder 2 Jahren hätte ich sehr viel weniger gedacht, dass diese Betonung der Wichtigkeit der deutschen Gedenkkultur so nötig ist. Eine Gemeinplatz oder eine Banalität? Ich gestehe, dass hier mein Weltbild Risse bekommen hat, so dramatisch dies klingt. Ich bin auf einmal viel weniger sicher als zuvor, ob es noch so sehr ein quasi unnötiger Allgemeinplatz ist, die Bedeutung der deutschen Erinnerungskultur zu betonen. Ich erinnere mich an meinen Geschichtsunterricht im Jahr 1985, als Richard von Weizsäcker den 8. Mai 1945 klar als Tag der Befreiung bezeichnete. Die ehrliche Begeisterung meines damaligen Geschichtslehrers konnte ich nur zum Teil verstehen. Für mich waren die Worte Weizsäckers eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wie schwer sie errungen waren, welche Normen sie setzten im Kontext des damaligen Deutschland, konnte ich nicht wirklich nachvollziehen. Vielleicht waren sie nicht so selbstverständlich, sondern eine Errungenschaft, um die ständig weiter gerungen werden muss. Es gilt also, Haltung zu bewahren, aufmerksam zu sein. Pluralistische Demokratie und all ihre Werte, das klingt so sehr nach Selbstverständlichkeit. Aber wir alle, so automatisch das wieder klingt, wir alle sind irgendwo aufgerufen. Wir erinnern uns in Dankbarkeit an die Demonstranten und Demonstrantinnen der Rosenstraße. Ja, dazu gehört auch Demut. Ich denke daran, was es bedeutet, wenn es vielleicht in einigen Jahren Gedenken wie dieses heute oder auch andere ähnliche nicht mehr geben wird. Können wir davon ausgehen, dass in 10 oder 20 oder gar 50 Jahren eine solche Zeremonie noch stattfindet? Zeitzeugen werden nicht mehr da, Erinnerungen noch mehr verblasst sein. Ich vermag nicht zu beantworten heute, was das bedeuten wird. Doch beides, was heute wichtig ist, sollte wichtig bleiben. Das Gedenken an die Menschen und ihr Schicksal und das Gedenken als Akt der Gedenkkultur, die wichtig ist für die Konstitution dieser Republik, die eines ihrer Fundamente ist. Ta va ubra.
Anwesende, die sind ja auch persönlich schon alle begrüßt worden. Ich darf das nochmal wiederholen ohne Namen. Zwei möchte ich aber doch erwähnen. Professor Nachama ist hier und Herr Mutlo. Schön, dass Sie gekommen sind. Wir haben ja heute schon etwas gehört von der Disposition der Architektur in diesem Teil der Stadt. Und Geografie ist ja, man kann ja sagen, beliebig, aber ausschlaggebend. Beliebig ist die in Berlin, weil es möglicherweise keine Straße und keinen Platz gibt, an dem Verbrechen nicht stattgefunden haben, wo Menschen nicht gequält und deportiert und erschlagen und entrechtet wurden. Insofern ist diese Stadt sozusagen ein großes Mahnmal, wenn man so will. Aber es ist nicht so. Die Plätze haben ihre Bedeutung. Und wenn wir uns diese Umgebung anschauen, das Verwaltungsgebäude der jüdischen Gemeinde, hinter uns die Heide-Reuter-Gasse, die es nicht mehr gibt, mit der ersten Synagoge von Berlin 1712 bis 1714, die Knabenschule in der großen Hamburger Straße, Altenheim, das Gemeindehaus der Dassisol in der Artilleriestraße, heute die Cholski-Straße. Das ist ein Komplex, das ist jüdisches Leben, wie es in Berlin lebendig war und wohl unwiederkehrbar geblieben ist. Aber es ist wichtig, dass wir die authentischen Orte pflegen, daran erinnern. Sie sind deshalb so wichtig, weil die allerletzten Zeugen verlassen uns. Und worauf kommt es an? Deshalb darf ich das kurz ergänzen. Meine Meinung zu der Frage, die gestellt wurde, ist, dass Orte und diejenigen, die es noch zumindest gehört haben und gesehen haben, aus unserer Generation und den kommenden Generationen, vielleicht zweite Generation, vielleicht dritte Generation, diese Pflicht haben, das weiterzutragen. Dieses Viertel ist ja auch ein bisschen verbrämt worden als Viertel der Toleranz, nicht wahr? Also zusätzlich zu den ganzen jüdischen Städten, die ich erwähnt habe, gibt es ja das St. Hedwig Krankenhaus, es gibt die Sophiengemeinde, insgesamt Viertel der Toleranz. Wie wir wissen, hat es aber nicht viel geholfen. Diese Orte tragen aber den Schlüssel, den wir bei uns behalten müssen, um diesen Sprung, diesen weiteren Weg, diese Kontinuität in die Zukunft zu pflegen. Weil wir hier heute, wir ehren den Mut, die Verantwortung und die Liebe der Frauen und der Kinder zu den Inhaftierten. Das nennt man dann Widerstand. Aber Widerstand ist Solidarität. Es waren Eigensinnige, es waren wagemutige, außerordentliche, unerschrockene Frauen, die ohne Organisation und ohne Planung und ohne Bedenken, so viel wir wissen, sich hier immer wieder eingefunden haben. Und sie haben uns etwas gezeigt, was sicherlich in deren Absicht, wie auch sollte das sein, nicht lag. Widerstand war möglich. Das haben sie ja gezeigt. Und deshalb so lobenswert, weil sie uns das weitergegeben haben. Die Übermacht der Massenmörder hat aber nicht viel erlaubt. Die Vernichtungsmaschine hat in Deutschland bis April 1945 ununterbrochen funktioniert. Und nach Beendigung des Massenmords hieß es dann,
hätten sich wie Kälber zur Schlachtbank führen lassen. Klang mitleidig, als ob man Anteil nahm, aber es war beleidigend, weil so war es nicht. Sie sind alleine gelassen worden, in Deutschland und in allen Ländern der Okkupation. Die Zusammenarbeit der Antisemiten war perfekt. Und wir wissen ab etwa Mitte der 60er Jahre, dass es kein KZ gab, kein Vernichtungslager gab, in dem es nicht Widerstand gegeben hätte. Das erste Buch in der Zeit hieß The Fort Back, 1966 im Schocken Verlag erschienen. Ein Buch, das detailliert nachzeichnet, dass es überall Widerstand gegeben hat. Und dieser Widerstand, den wir hier heute ehren, reiht sich in diesen Widerstand ein. Man könnte denken, wir sprechen über Vergangenheit, alles überstanden, rosa Zeiten, ist aber nicht so. Wir haben in den letzten Monaten Berichte aus ganz Europa von der Zunahme des Antisemitismus. Und das wissen wir, das ist belegt. Wir haben in der letzten Woche, 10 Tage, 2 jüdische Friedhöfe in den USA geschändet. Das heißt, wie hieß es, der Schoß ist fruchtbar noch aus dem Diskroch. Haben Sie das gehört? Das sagt uns, dass diese Zeit, die ist zwar vorbei, aber die wirkt weiter. Man dachte einst, Antisemitismus, das ist eine vorübergehende Erscheinung. Es ist wirtschaftlich bedingt, es ist sozial bedingt, es ist psychologisch bedingt. Aber wir sehen, es wirkt weiter. Das heißt, diese Aufgabe, die wir haben, uns dagegen zu stellen, ist heute aktuell und ist akut. Im Judentum ist es so, dass man eigentlich ein Diskurs, ein Zusammenkommen, wie auch immer, ein Lernen auch positiv beenden soll. Und wir können das gut heute verbinden. Heute ist der erste Tag im Monat Adar, im jüdischen Monat Adar. Also gestern war der erste, heute ist der zweite. Und in diesem Monat feiern wir Purim. Purim ist eine Feier, in der man daran erinnert, dass vor vielen Jahren persische Juden vor der Vernichtung gerettet wurden, sind. Und das heißt deshalb, wenn dieser Monat beginnt, Marbin Besimcha, also die Freude vermehrt sich. Und bei allem Nachdenken und bei aller Traurigkeit ist dieses Zusammenkommen hier, das Erinnern an diese mutigen Frauen, doch ein Grund, positiv und auf jeden Fall mit Dankbarkeit zurückzuschauen. Vielen Dank.